Wir sind wieder zurück, eure Lebensretter in jeder Notlage. Gucken wir mal hin. Also, hey ihr. Hier spricht euer Bürgermeister. Ich habe gerade eine äußerst wichtige Angelegenheit zu erledigen. Ich wünschte, ich wäre vor Ort, um zu helfen, aber meine Angelegenheit ist absolut da unheimlich wichtig. Vor allem unheimlich. Ist der Bürgermeister. Nutzt doch bitte das beiliegende Sticker-Album, um eure Heldenhaften zu dokumentieren. Das wäre sehr nützlich für meine Autobiografie. Genau, das ist seine. Ja. Yeah. Sunny, Sie hat ihn gehört. Keine Zeit, sich auszuruhen. Ihr habt neue Meldungen von weiteren Duslern in der Vorstadt erhalten. Auf geht's. Da, du kannst jetzt das Sticker-Album schreiben. Oh je. Yeah. Guck mal rein. Was soll denn da drin sein? Sammel sie alle. Wir haben schon zwei Sticker. Standprominenz. Ich hab's nicht gefunden. Guck in alle Schuppen. Ups, oh. Ah, okay. Oh Gott, guck, wie viel es hier gibt. Ach, das sind die Rettungsmissionen. Achso, das gibt pro Mission eine und dann noch ein paar extra. Dann gibt es auch gar nicht so viele Missionen. Scheiße. Na gut. Ja, das war ja nur ein Indie-Spiel, ne? Ja, also ein relativ kleines. Gut, dann gucken wir mal auf die Karte. Da haben wir nur noch was Neues. Im Frühling. Was war das? Schermsaspetit. Das ist ganz komisch. Genau. Aber ich. Das brauchen wir selber ins Video. Das. So wenig Gas gegeben. Vorschlag Frühling. Oh yeah. Das hat so ein bisschen, gib mir mal deinen Heck. So ein bisschen, wie hieß das mit den Farben? Portal? Nee, das ist ja Portal. Das, wo du dein Gebiet in Farben. Splatoon. Ja, Splatoon. Nee, geht nicht. Gott. Okay. Das ist bestimmt nicht cool. Du kriegst da gerade das Trampolin. Mhm. Wir wissen ja noch nicht, wohin damit. Nee. Erstmal würde ich ja nie weiter gucken, mal hier. Also das ganze Strandgelumpe kann ich aufmachen, aber hier eine einfache Tür aufmachen geht nicht. So. Jetzt hier erstmal die Bank. Komm da nicht hoch. Das ist eine zu hohe Stufe. Offensichtlich. Deswegen haben wir ja auch die Bank nicht runtergekriegt. Bleibt aber auch so hoch. Wie soll man denn auch sonst hier hochkommen? Hier ist auch nichts. Gut. Ich kann nicht hüpfen. Ah, warte mal. Nee. Um es zu drehen. Und was nützt uns das? Ah, warte mal. Doch, warte mal. Nee, Hallo? Ach so. Ah, ich verstehe.
Und hier müssen wir dann den hierher holen. Und einmal darüber. Dann kannst du zumindest das, genau. Und dann kann ich den hier schon mal weiter drehen. Nur gut, dass ich mir ja dabei nicht so. Schon doch Tombity Ouch. Abkürzung gefunden. Was für eine Abkürzung? Das, was ich hier frei gemacht habe. Buff. So kommen wir dann auch bestimmt zu dem Tresor. Also, ja, schön. Rutschen. Also, du hättest die aber, glaube ich, da reinschmeißen können oder sowas. Ja, und dann wären sie genau wieder auf dem Dach gelandet. Oder auf deinem Dach jetzt. Jetzt habe ich was getan. Hast du die jetzt echt da reingeschmissen? Dann dreh das mal zu dem Tresor. Mach ich wirklich. Hier, so lang die Leichen auf den Haufen. Ah, ich sehe nicht, wo ich bin. Ach, verdammt. Scheiß Wasser. Ja, was rutschig ist. So, wie ihre 50. Ups, ich hab den aus dem schon reingemacht. Wo ist das Battery? Gut. Das ist, glaube ich, schlecht. Teamwork. Immer schön den Tresor mitnehmen. Denk an die Simpsons. Was haben die damit zu tun? Da waren sie doch auch mal Feuerwehrmänner, wo sie dann. Ach so. Alles geschenkt. Ich hab hier, glaube ich, eine Leiche. Ja, ich auch. Da liegt doch nichts mehr. Die liegen alle im Freien. Wo ist denn? Dann zieh hier mal mein Ding raus. Das ist schon halten. Wieso seid ihr denn von der Liege runter, ihr Jungs? Wir kriegen mehr Geld, wenn wir euch gemeinsam abliefern. Vor allem verstehe ich auch nicht, warum man manchmal einen so wie den schon reinkriegt und andere eben nicht. Ach, verdammt. Na. Ich fahr. Na. Jetzt nur kaum noch Zeit haben. Wo muss ich hin? Ach da. Mach die Sirene an. Ja, genau. War schön durch. Ich mach das schon. Keine Panik. Also hättest du nicht versucht, über raus, dass man eher durch das Plakat zu fahren, hättest du wahrscheinlich sogar noch Punkte gegeben. Was für ein Plakat? Was für ein Plakat? Was für ein Plakat? Oh, ohne Zeit. Stuntsprung. Gesprengt. Die Lage scheint sich beruhigt zu haben. Wenn gerade keine Tunsler zu retten sind, schaut auf die Karte, ob jemand anderes Hilfe braucht. Gut. Offensichtlich. Also wir hätten hier die Explosiven. Und hier, wir kamen, wir sägten. Wir haben es nicht zu Ende gedacht. Ich möchte die Explosiven. Hätte man ja wenigstens sagen können, wir kamen, wir sahen, wir sägten, aber. Ich habe das Gefühl, Mauern sind hier nicht so stabil. Aha.
Dafür möchte ich gerne so einen Krankenwagen haben. Ich bin da. Wer nur? Der da. Ich glaube, mit dem müssen wir reden. Hallo, ich habe einen kleinen Erdrutsch verursacht. Ich brauche eure Hilfe beim Beseitigen des Schutz. Im Schuppen steht eine Feuerwerkskiste. Man zieht sie und nimmt die Beine in die Hand. Das leiden eure Ohren auch nicht so wie meine. Feuerfrei! Ach Gott. Aber gut ist nicht okay. Aber wir müssen das zusammen. Achso, lass los. Nichts so. Was ist das da unten? Nimm! Los, nimm! Jetzt fass doch mal an! Lauf, schneller, lauf! Lauf nicht durch die Gegenstände durch. Was zum... Lauf, ich wär gleich in die Luft gejagt! Da war ich weg vom Fenster. Nochmal. So wäre wir doch mal machen können. Lass die Dinger stehen. Ich wollte doch mal gucken, ob es anfasst. Kann ich hängen? Ja, kannst du. Und wenn da Punkte sind, kannst du es anfassen. Guck mal, da ist noch eins. Ja, warte bitte. Ich mache hier ein bisschen Platz, dass wir rankommen. So. Jetzt sogar Bumm erwartet und dass die Erde bebt. Was machen die da? Ja. So. Haben wir es geschafft. Haben. Gute Arbeit, ich habe gar nichts mitbekommen. Ich lagere hier und da Feuerwerkskisten. Man weiß schließlich nie. Benutzt sie ruhig, wenn ihr welche findet. Okay. Wir haben jetzt Feuerwerkskisten freigeschaltet. Lass mal alles in die Luft springen. Heb das mal hoch. Rasch ist da was drunter. Kann man den baden? Kühl ist ja irgendwo anzogen. Was? SL haben sie gesagt. Lass mal da gucken. Wir können unser Auto rufen. Was machst du mit Z? Also mit? Ja. Ah, okay. Style können wir nicht so. Hm? Doch, das Auto rufen. Also. Ich will den Grill. Falls ihr Lust habt, dass wir in die Luft springen, findet ihr nicht weit weg eine komische Felsformation. Oh. Ja. Jo. Aber der Grill. Ich will lieber die Kisten in die Luft jagen. Die stand direkt daneben. Die geht offensichtlich nicht kaputt. Die stand nicht in dem grünen Kästchen. Nee, komisch. Jetzt. Ja, warte mal, den würde ich gerne erstmal finden. Ja, ja, hier hinten ging es nämlich noch weiter. Wie sollen wir denn da durchkommen? Das will ich erstmal gucken. Lass doch mal die Dinge in dem Scheiß schuppen. Ich passe ja nicht mal alleine durch. Ach, da hier links, 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 links. Das da. Das da. Das da. Guck, das da. Die Frage ist immer von außen schneller. Wahrscheinlich, immer dadurch die komischen Dinger dadurch. Oder auch nicht. Das ist die Frage. Deswegen. Komm hier.
Naja, doch, ich will es außenrum versuchen. Halt. So. Ich meine, ich gerade eben 25 Sekunden. Ja. Das macht mich irgendwie nicht fröhlicher. Plus 30 hast du jetzt bestimmt. Okay. Was ist das? Wir haben ein Dürer-Sofa. Okay. Was auch, also, immer das viel ist. Ah, warte. Ihr habt einen Katalog gefunden. Mit jedem gefundenen Katalog werden euch neue Filme ins Hauptquartier geliefert. Fragt nicht, ist es so. Okay. Ihr habt das Kürasofa gefunden. Zeit für ein Nickerchen. Ja, das ist nicht gut. Gut. So, du darfst ein Sägewerk. Oh, hier war das auch gut, ja. Müssen wir eh vorbeifahren. Achso, da können wir direkt den Sprung gehen. Ja, da stand ja da. Das ja, so schnell ich jetzt gar nicht. Yeah. Tada, eine nagelneue Lieferung. Startet das Hauptquartier in eurem Geschmack aus. In jeder Abwesenheit bleibt jedenfalls alles wie es ist. Das können wir jetzt bestimmt auch irgendwo ein bisschen platzieren. Lass mal irgendwie hier das Bett verschieben und das scheint statisch. Und das, das ist das geschichtsrelevant. So, gut. Damit wir ja nichts rausgucken können. So, du willst bestimmt wieder fahren. Nachdem du dich gerade eben nur teleportiert hast. Die Tür ist noch zu. Die geht gleich. Die Tür ist noch zu. Eine Schule? Strauch? Bahnhof. Scheint so, als würden alle Zugführungen ein. Wo ist denn die Zugführung? Fräulein Lockner. Wo ist verschlossen? Doch hier ein liebliches Pfeifen ist nicht zu hören. Wo steckt sie nur? Sind wir schon hier, wo wir hin müssen? Das frage ich auch gerade. Ich glaube nur nicht, aber. Wir wollten noch ein Ziegeberg. Ja, stimmt. Komm, wir suchen mal Fräulein. Wir gucken, ob die Fräulein finden hier. Wenn wir einmal da sind. Kannst du uns was sagen? Nö. Da gibt's auf jeden Fall was zu. Gold. Wo waren da Unfälle? Wo kommt denn jetzt die Banane her? Hm. Kommt die Züge gucken? Gibt's auch Züge? Nee, sieht nicht so aus. Gucken wir ja, mir nicht. Können wir dich was mehr mögeln? Nö. Oh, OMG! Ah, okay. So, jetzt aber. Mit dir kommen wir ja nie im Sägewerk an. Kannst du das Sägewerk nochmal auswählen? Keine Fehler geworden. Schon im ersten Totalschaden.
Ja, fahr da weiter, fahr rechts die Straße lang. Und fahr da durch dieses Plakat. Ich hab's versucht. Jetzt hab ich's gesehen. Nachdem genau ein Meter daneben vorbeigefahren ist. So, Max Pappstiel. Pappstiel. Hinter ihr Setzlinge, ihr könnt zwei oder gleich vier kräftige Hände guten gebrauchen. Ich könnte. Meine zwei besten Sägewerke sind verschwunden. Sägewerke, also sind verschwunden. Wir müssen einfach Handwerker dazu sagen, aber. Was auf die Bäume hier aber leider so gar nicht zuduft. Also ein paar Sägen. Schnappt euch die Säge und halt alle mit orangen Band markierten Bäume. Okay. Schleppt sie dann zum Bauschild direkt hier neben ihr. Wo ist die Säge? Was meint ihr, Sieglinge? Seid ihr bereit, den Duft frischer Sägespäne zu atmen? Na, aber hallo. Gib mir eine Säge. Wie, wir müssen das zusammen machen. Ja, natürlich. Dann musst du mal atmen. Was an? Was hast du denn gedacht? Hier, zurück, zurück, zu mir, zu mir. So, und nun? Oh, ernsthaft. Ja, Sägen. Ernsthaft. Achso. Lass sie sich. Wieso? Ich hätte jetzt erstmal den nächsten gesägt. Hättest du doch alleine tragen können. Dann hättest du alleine gesägt. Ja. Da. Andersrum. Die Säge ist noch. Wir müssen schon da sägen. Komm hier rum. Wieso? Was ist denn das für ein merkwürdiges Spiel? Sägeblatt auf einer Säge, da kann man den Baum nicht überall da sägen, wo man möchte. Aber es geht los. Wie viel sollen wir sägen? Keine Ahnung. Alle, die orange sind. Alle auf dem Gelände. Ach so. Also. Oh Gott. Das tut mir nicht alles für meine Baum. Kann ich das hier ablassen? Ja. Au. Ach, was? Au! Eine neue Rampe. Schönen Dank, ihr Nachwuchsbiber. Es tut gut, vor lauter Bäumen auch mal Holz zu sehen. Bitte nehmt diese Bauernartung als Belohnung für eure Hilfe. Ab jetzt könnt ihr, wann immer ihr ein Bauschild seht, eure eigene Rampe bauen. Okay. Hast du schon mal ein Bauschild gesehen? Nicht bewusst wahrgenommen, sagen wir mal so. Gut, damit lassen wir noch unsere Tante reden. Gut gemacht, aber es gibt noch mehr zu tun. Die Züge fahren nicht mehr. Lockmeyers Spur ist verschwunden. Wirklich? Die suchen wir aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.